ihr wisst ja, wenn eure Hauptstadt die Soße mit ihrem Zettel die Bühne betritt, dann gibt es wieder etwas zu berichten, weil ich möchte euch auch untereinander auch bekannt machen. Ich möchte zum Beispiel, dass die da drüben wissen, wer sitzt da drüben, umgekehrt. Und ich möchte euch natürlich die, die etwas ganz Besonderes heute bei uns feiern, auch vorstellen, damit wir alle mit ihnen feiern können. Und einige Bräute haben wir ja schon kennenlernen dürfen. Aber wir haben noch mehr Bräute. Brautalarm und Knutschfleck ist angesagt. Wir haben nämlich noch die Jenny, die heiratet am 1.7. Wo ist denn Jenny überhaupt? Wer ist das? Du bist Jenny? Da! Jenny, mit Fingern wird auf dich gezeigt. Ja, guck mal, die Jenny ist die Frau mit dem Schleier. Also wenn ihr wissen wollt, wer Jenny ist, da sitzt sie und das Besondere ist. Und wenn ich ein neidischer Mensch wäre, würde ich neidisch werden, aber ich werde nicht neidisch. Ich freue mich für dich. Du heiratest an der Ostsee. Oh, ist das schön und wir werden alle zum Feiern kommen. Haha, liebe Jenny, mit dir an der Ostsee, barfuß im Sand, das Jawort geben. Herrlich, herrlich. Da haben wir einmal unsere Annika. Und Annika hat sich schon hingestellt, sozusagen, um ihre Ovationen entgegenzunehmen. Mach das mal nochmal. Guck mal, du hast wie die Queen von England hier gerade so gemacht, ja? Also wenn ihr jetzt für Annika im Jubel ausbrecht, dann macht Annika für euch nochmal dies hier. Annika heiratet zwar erst im August am 18.8., aber wir feiern jetzt schon mal mit dir. Ha? Und jetzt genieren sie sich so ein bisschen. Wusste nicht. Wir lieben dich und du wirst gefeiert dafür, dass du besonders heiraten willst. Und du bist nicht alleine. Da war nämlich Pauline. Genau. Pauline sitzt in der Ecke und Pauline heiratet schon nächste Woche. Nämlich am 9.6. Pauline, du kannst doch unserer Annika erzählen, wie es war. Ne? Weil du bist ja ein bisschen früher dran.